Wow, it's huge! When I think that it's our first voyage out of Sama. Was? Das ist ein voll komischer Satz. Egal. Let's try and make the most of it. You always stay in a good mood at least. Okay, das ist die Weltkarte. Die Weltkarte erlaubt es dir, manuell von der Hauptzone zu einer anderen auf dem Kontinent zu wechseln. Von einer Hauptzone zur anderen zu wechseln auf dem Kontinent, genau. Du kannst hier sehen, welche Gegenden des Kontinents unser Pärchen bereits begehen kann. Du kontrollierst Enzos Bewegungen. Er kann in jede Richtung laufen, um den Kontinent zu erforschen. Große Überraschung. Die Bewegungen sind darauf limitiert. Was? Was ist das für ein komischer Satz? Movements are limited to within the continent? Ja, die Bewegungen sind auf dem Kontinent limitiert, wahrscheinlich. Die RB und LB-Tasten erlauben dir hinein zu zoomen. Okay, gut zu wissen. Während deiner Reise wirst du Gegner auf deinem Pfad finden. Ein Icon wird dann über Enzos Head über Enzos Kopf auftauchen, Entschuldigung, für einige Sekunden. Du kannst dann den Kampf vermeiden oder A drücken, um zu kämpfen. Um die Weltkarte zu verlassen, musst du eine Gegend betreten, die bereits verfügbar ist. Drücke X, wenn du nah dran bist, um sie zu betreten. Also nichts Besonderes, es ist alles so intuitiv, warum muss man es denn immer irgendwie mit so riesigen Tutorials besprechen, das Ganze, ich weiß auch nicht. Perhaps we can train a bit too and make some money for fighting on the planes. From fighting. Irgendwie kann ich heute nicht gut lesen, tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen fertig mit mir selbst in der Welt. Okay, kämpfen habe ich jetzt gerade keine Lust, weil wir ja die ganze Zeit eigentlich nichts anderes machen und das Training auch noch nicht so lange her ist. Wir haben 3 Gegenden zum Begehen. Die Frage ist, das ist nicht die Stadt, aus der wir kommen da oben, oder? Das ist nicht Figuil. Ich glaube, Figuil ist ja hier im Osten. Ja, genau, das wird da drüben sein. Genau. Durch den Bodia Forest sind wir jetzt herausgekommen und haben jetzt den Kontinent betreten. Das heißt, wir haben jetzt quasi 3 Gegenden, die wir begehen können. Ich würde sagen, wir fangen mit der Stadt an, denn Städte, da kann man eigentlich von ausgehen, die sind Port Aqua. Ach, es steht auch da, was es ist. Nee, dann gehen wir da vielleicht doch nicht hin, sondern wir gehen vielleicht erstmal nach Isao selbst. Wie wäre es damit? Nach Isao City. Ist das dann hier? Irgendwie kann ich da nicht hin. Kann ich da nicht rantreten? Das ist aber komisch. Nö, kann ich nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das hier in der Mitte betreten kann. Offenbar will es nicht. Dann suchen wir uns vielleicht doch erstmal ein anderes Ziel. Was ist denn das hier unten? Die Boakemin. Ah, okay. Dort müssen wir dann garantiert kämpfen, um die Sklaverei aufzuhalten. Also gehen wir doch erstmal nach Port Aqua, würde ich sagen. Und schauen uns ein bisschen in der Stadt um. Port Aqua. Da sind wir. So, wir schauen erstmal kurz bei der Händlerin vorbei. Okay, sie hat auch einfach bloß die ganz normalen Sachen. Da können wir, glaube ich, drauf verzichten, würde ich sagen. Wir können erstens mal noch sowas davon mal einen kaufen. Denn es gibt, glaube ich, auch eine Errungenschaft, dass man eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Sachen gegessen hat, einfach mal. So, und ansonsten schauen wir uns ja einfach mal um und sprechen mit den Leuten. The captain's daughter is a very tricky girl to seduce. She's always asking for expensive gifts. She's beautiful, of course, but I'm not going to spend my whole rainy season bonus just for the sake of her dreamy eyes. I'm saving up my money, she's worth it. Okay, ja, warum nicht, wenn du meinst, dass das hilft? Ich glaube, es ist keine gute Idee. Aber, wenn du meinst. So, hier scheint aber auch irgendwie nichts anderes zu sein, oder? Hier ist Schluss. Okay. Die Stadt ist sehr, sehr klein. Also Port Aqua ist momentan für uns
nicht wirklich nützlich, wenn wir in der Geschichte vorankommen wollen. Dann müssen wir wohl doch zu den Minen gehen, wie es aussieht. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also rüber. Der offizielle Eingang von Buake. Hier sieht's doch schon wieder so aus, als ob wir gleich richtig fröhlich kämpfen können. Hallo. These are the mines of Buake. Only authorized people may pass. Okay, das hilft uns also auch nicht weiter. Das ist geil. Dann müssen wir vielleicht doch versuchen, in der Mitte reinzukommen. Das wird ja dann wahrscheinlich die Sao City sein, aber ich habe noch nicht ganz so geschaut, wie wir jetzt hier reinkommen. Denn ich komme hier nicht näher ran. Das ist das Problem. So, schauen wir uns doch mal so einen Kampf an hier. Und schauen mal, gegen wen wir da kämpfen eigentlich. Damit wir mal zumindest ein bisschen Action hier haben. Danach schauen wir dann weiter, wie es aussieht hier. Ah, okay, das sind wieder die Räuber. Wer sonst? Natürlich. Kommt alle weg mit euch hier. Schade, dass wir jetzt nicht mehr die Plattformen haben. Die waren nämlich immer sehr praktisch, muss ich sagen. Aber es geht auch so. Wunderbar. Das hat sich erledigt. Und wir ziehen weiter. Lohnt sich also wirklich nicht sonderlich, hier großartig in die Kämpfe zu gehen. Finde ich aber persönlich gut, dass man sich das aussuchen kann, ob man in die Kämpfe geht. Ah, jetzt komme ich auch ran. Hatte das jetzt mit den Räubern zu tun, gegen die ich gekämpft habe? Oder... keine Ahnung. Jedenfalls gehen wir jetzt nach Isao City und dafür haben wir einen Pass. Das heißt, hier kommen wir auch wirklich rein. Das ist doch schon mal gut. Auf geht's. Die Türen von Isao. Is it huge? Gigantic. Sama seems tiny in comparison with the city. I've never seen so many people in one place. Totally. In any case, the people seem nice. Let's hope that their king will help us reach Sama. If Nama advised us to meet him, he must surely be an understanding person. The palace is at the end of the city. It looks like our GPS is also updated. Let's ask for an audience. Na dann, look at the GPS to see where the palace is and ask for an audience. Wieder mal eine Errungenschaft und das sieht tatsächlich recht groß aus, muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen größer als Sama, würde ich denken. Da haben wir ein bisschen was zu erkunden, gerade wenn man bedenkt, dass ich ja auch mit den Leuten reden möchte. Schauen wir doch mal. Despite appearances, the city is never really without danger. Crime happens when we are not paying attention. Be careful. And above all, avoid the scammers. There are many of them around, day and night. So, mit dir hinten kann ich nicht reden. Schauen wir doch mal mit den Leuten, die tatsächlich gesprächig sind und sich nicht hinter Steintischen verstecken. I've tried to make friends since I arrived in the city. Before I lived in the Isao countryside, but I'm certain to get rich here. But you like to... would you like to become my first friend in the city? Yes, why not? Cool! Since you're my great mate, you don't have 1,000 yodas to help a friend, do you? Huh? What? No! You're not my bro then. Ja, willkommen in einer Großstadt, ne? Da wirst du auch schnell mal verarscht. Ich glaube, das ist genau das Richtige für die beiden, um von ihrer Naivität geheilt zu werden. So, Boingu. Boingo. Hello, brother! Do you have a few glasses of Matango for me? Unfortunately, money does not grow in my garden, my friend. Oh, then two glasses of Matango to quench my thirst, if that's possible. I'm dying of heat. My friend, I've already borrowed for what I'm drinking here. Do not worry. Next month, we will sort something out. Okay. I carved stone all morning. I'm going to have a break. Also irgendwie scheinen die Leute doch relativ arm zu sein, habe ich das Gefühl, ne? There are problems in the city. There's a church that swindles people and no one does anything. Uh-huh.
You're a fake? What? A flake, Entschuldigung. Eine Flocke? Was? Ich drücke mal die falsche Taste irgendwie. I must confess, I miss village life very much. The forest, the animals, the lake where I washed my clothes with the other women. Ja, dann geh zurück. Wie wär's damit? Die dicke Frau hier von, die nur am Fressen ist, finde ich auch sehr geil. Okay, schauen wir mal weiter. So, die Monumentkreuzung. Welcome to Izao City of the proud people of the rock. I love hanging around the city gates. You can always get the latest gossip around the Izao residents here. The monuments in this city are not as breathtaking as I was told. We have more beautiful works of art in Wazao. Warum heißen die Dörfer eigentlich alle gleich? Ist ja schrecklich. So, nein. Nein, das sieht nicht sonderlich toll aus. Aber gut, steinerne Monumente eben. Wenn das die Stadt des Felsens ist und wahrscheinlich der Fels auch ihr Element ist, dann wird das wahrscheinlich hier überall so aussehen. Ansonsten sieht es eigentlich ganz nett aus bisher, muss ich sagen. In der Stadt. If you're looking to visit Izao Palace, the marketplace at the residential district, take that path over here. Over there. And if you want to visit the working district, take the higher path. Ich schau mal lieber auf die Karte, das hilft mir vielleicht mehr. Tatsächlich habe ich irgendwie keine richtige Ahnung, wo der zweite Weg abgehen soll. Ach so, wir entscheiden uns hier. Ah, ich verstehe. Gut, dann schaue ich doch nochmal auf die Karte kurz. Gehen wir erstmal unten lang oder oben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen erstmal oben lang. This isn't the way to the palace. Ja eben, deswegen wollte ich ja erstmal da lang gehen, um die ganze Stadt zu erkunden. I'll come back and visit later. Dann eben doch zuerst in den Palast. Mir wird ja keine Wahl gelassen. Der Markt. Like I told you, the city council is trying to remedy the situation. There's too many taxes. We can't go on like this. Every day I hear the same promises. First it was the light at the end of the tunnel, then it was renovating the city, and now you're telling us that it's time for more big projects? They're always asking us to tighten our belts. The city is selling more Orion Knight than ever before, but we are struggling to make ends meet. Who does all the money go to? The council is doing what it can to make the king understand that he has to reduce his taxes. We're on your side. When my father was my age, this city was about looking after everyone. Now we gotta fight for each single thing. King Alaric Mancara is useless at running this city. Not to mention about all those people who came from other tribes to work in our mines. We really have to close our borders. You elected me to represent the traders in the marketplace. Your grievances have been duly noted, and I will bring them up at the next assembly. Viel Ärger in dieser Stadt, und wie wir schon mitkriegen, die Steuern sind hoch und nirgendwo geht das Geld hin, offenbar. Huh. That's not very reassuring. Will we be able to help us? Schauen wir einfach mal. Ich glaube ja nicht, beziehungsweise wenn, dann müssen wir wahrscheinlich Überzeugungsarbeit leisten. Nicht wahr, junge Dame? Welcome to the largest marketplace on the continent. Ja, so groß ist euer Kontinent ja auch nicht. I'm a Bayam Selam. So, if you find to bring any goods to market, I'm the person to see. Okay, wenn du meinst. Wir schauen einfach mal weiter. The price of food has been changing constantly at the king's least whim lately. You must meet the holy prophet, Kamga. He works miracles and solves all your problems in the blink of an eye. Später vielleicht, wir haben eine Aufgabe.
while others suffer. There are some who can afford pet giraffes. What? Haustiergiraffen? Echt jetzt? The city is turning into something else. Stimmt, da war einer im Hintergrund gerade. Die soziale Schere. Wir sind also mal wieder bei einem Thema angekommen, das ganz aktuell ist, weil es überall immer mal auftritt. Die soziale Schere. Ich bin gespannt.